Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Ludwig Fusel. Heute kommen wir zur ersten Kommunikationsschnittstelle und zwar dem USART in unserer Reihe Mikrocontroller programmieren in C. Also erstmal werden wir uns anschauen, was ist denn der USART, was kann man da für Anwendungen mit realisieren, was sind die Highlights davon und dann natürlich letztendlich den USART bei uns im Atomega 328P. Sowie eine Implementierung und Informationen im Datenblatt. Ja, kommen wir doch zum USART in der Übersicht. Wir sehen hier den USART unten links, direkt über dem Port. Zwar ist das einer von den drei dedizierten Kommunikationsschnittstellen, die übrigens die letzten drei Sachen sind, die wir noch vor uns haben. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, das Ganze ist eine Kommunikationsschnittstelle. Das Ganze ist eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, das heißt, ich kann von meinem Mikrocontroller mit einem Endteilnehmer kommunizieren. Ich bin sehr flexibel, ich habe kein richtig festes Protokoll, ich habe quasi nur das Übertragungsmedium. Ich übertrage über den USART was mit einer gewissen Breite an einem Datenwort, Stopbits, Parity Checks und einer gewissen Geschwindigkeit, dazu gleich, wie man das Ganze benutzt. Ich habe quasi nur diese physikalischen Grundeigenschaften, muss aber wiederum auf der anderen Seite dementsprechend mein Protokoll selber implementieren. Das heißt, ich lege zum Beispiel fest, eine Kommunikation besteht aus einem Befehl, gefolgt von zum Befehl passend x Parametern. Zum Beispiel Ausgang setzen entspricht zum Beispiel 0x01. Und dann kann ich einmal eine Adresse zum Ausgang geben, also das nächste, also eben von 0 bis 155, 255 und danach eben nichts mehr. Da habe ich zum Beispiel 2 Bits und dann definiere ich mein Protokoll und wenn das Ganze erfolgreich ist, gebe ich 0x00 zurück und wenn es einen Fehler gab, gebe ich 0xff von der anderen Seite eben zurück. Also ich muss mir quasi selber überlegen, wie definiere ich meine Sache. Und da kommen wir eben auch schon zum nächsten. Das Ganze ist sehr schnell und eben skalierbar. Ich kann das Ganze so skalieren, wie ich das möchte. Ja, kommen wir erstmal zu den Highlights. Also das größte Highlight ist, dass das Ganze eine hohe Bandbreite an Möglichkeiten hat. Ich kann einen USB zu UART-Wandler kaufen. Das ist ein das ist ein Chip, dedizierter Chip, der zusätzlich auf der Leiterplatte hängt. Der hat auf der einen Seite USB und auf der anderen Seite eben UART. Und an der PC-Seite kann ich dann dementsprechend einen virtuellen COM-Port, nennt sich das Ganze, aufmachen. Und dann mit meinem Mikrocontroller reden, mit meinem definierten Protokoll. Ich muss keine Treiber implementieren, weil einen virtuellen UART gibt es in jedem Betriebssystem schon drinnen. Ich muss keine Treiber implementieren, ich muss einfach nur, dass der Nutzer meinen COM-Port auswählt, wo das Gerät angeschlossen ist. Ich kann da natürlich auch noch besondere Routinen reinschreiben, dass ich Befehl habe, hey, get device ID. Und wenn ich den auf den UART quasi sende, also auf den virtuellen COM-Port, bekomme ich dementsprechend von meinem Mikrocontroller was zurück, wo ich dann bestätigen kann, das ist mein Mikrocontroller und dann brauche ich nicht mal den Nutzer dazu aufwenden, manuell irgendwas auszuwählen. Ja, dann habe ich die Möglichkeit, über einen Pegelwandler auf ein RS-232-Signal zu kommen, also auf die serielle Schnittstelle, wie man sie kennt, die alte serielle Schnittstelle. Damit kann ich Sachen machen, wie eben mit industriellen Steuerungen, also SPS-Steuerungen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, PLCs, Programmable Logic Controller, alles Wörter dafür, zu kommunizieren. Könnte ich zum Beispiel implementieren. Viele SPS haben da dedizierte Baugruppen. Hänge ich eine Baugruppe an meine SPS ran und sage dann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 7-Segment-Anzeige mit meinem Mikrocontroller ansteuere, kann ich dann über RS-232 einfach irgendwelche Zahlen von der Steuerung an meinen Mikrocontroller senden über den UART und kann dann dementsprechend diese dann auf meiner 7-Segment-Anzeige zum Beispiel anzeigen. Ja, was haben wir dann noch? Wir können eine Fehlererkennung aktivieren. Kein Error Recovering, aber zumindest eine Erkennung, dass ich sehen kann, okay, es gab einen Fehler. Und dann, zumindest hier beim ATmega, kann ich hoch bis zu einer Übertragungsrate von 2 Megabits pro Sekunde. Oder wie es auf Englisch heißt, Megabits per Second. Ja, was sind das für Anwendungen? Ich habe gerade schon ein bisschen was gesagt. Zum Beispiel standardmäßig Kommunikation mit externen Geräten, die eben auch austauschbar sind. Ich kann eben auf meine Leiterplatte diesen seriellen Port nehmen und ein RS-232-Schnittstelle draufhängen, also so ein Wandler. Und dann kann ich extern was anstecken, zum Beispiel Barcode-Scanner. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät habe mit einem Bildschirm, wo ich zum Beispiel Parktickets scanne und dann eben im Netzwerk dann manuell sage, okay, das Ticket wurde bezahlt,
kann ich Barcode-Scanner individuell, je nach Anforderungen des Kundens und des Geräts, einfach anhängen. Ich kann zum Beispiel einen Drucker seriell dranhängen, zum Beispiel so einen Thermaldrucker, so einen Barcode, bei so einem Kassenzetteldrucker, sage ich jetzt mal, und kann dann mit denen ganz einfach irgendwas ausdrucken, irgendwelche Messwerte. Ich kann zum Beispiel meinen Beamer in mein Zuhause, wenn ich ein Heimkino habe, meinen Beamer dranhängen und dann meinen Beamer, wenn er eben RS-232 unterstützt, muss natürlich das Endgerät auch unterstützen. Und kann dann dementsprechend mein Beamer steuern und mir dann eine Heimkinosteuerung zusammenbauen, wo ich dann nur auf einen Knopf drücke, dann geht mein Licht aus, meine Leinwand fährt auf und der Beamer geht an zum Beispiel. Kann ich dann alles mit meinem Mikrocontroller machen. Ja, dann kann ich eine Kommunikation mit weit entfernten Teilen der Schaltung machen. Das heißt, ich mache zwei weiter entfernten Teilen, nicht weit, weil zu weit geht es natürlich wieder nicht. Ich mache zwei Leiterplatten, eine zum Beispiel beim Beispiel Aufzug, einmal die Steuerung, die im Maschinenraum ist. Und einmal eine Leiterplatte, die in der Kabine mitfährt, die eben dafür da ist, dass ich meine Taster einlese, die Taster beleuchte, die Kabine beleuchte, dass die Ansagen kommen, dass ich ein Display habe, dass die Türen auf und zu gehen. Natürlich kann man das nicht nur über eine Schnittstelle machen, sondern muss natürlich auch überlegen, da gibt es auch Safety-Funktionen, die drinnen sind, die man dann Hardware-verdrahtet eben machen muss. Aber einfach nur mal, um eine Idee zu bekommen. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt einen Aufzug mit 20 Tastern, die wir auch beleuchten wollen, dann haben wir schon mal 40 Datenleitungen. Da wollen wir noch eine Ansage triggern. Das heißt, da bräuchten wir dann auch nochmal, sagen wir mal, wenn wir es analog machen, eine Leitung für einen Lautsprecher. Dann will ich vielleicht noch eine Anzeige haben, die ich dann eben auch mit 20 Stockwerken ansteuere. Also sagen wir mal, jetzt müsste ich rechnen, 5-Bit schätze ich jetzt einfach mal, würde dann auch wiederum nochmal was machen. Da wären wir dann bei 46 Datenleitungen. Und das kann ich eben super mit RS-232 lösen, dass ich quasi von der Kabine ein Kommando runtersende, sage Taster gedrückt mit der Tasternummer, dann sende ich von unten hoch Tasterbeleuchtung einschalten mit folgender Tastennummer, dann sage ich jetzt Ansage Nummer 5 abspielen und Kabinenbeleuchtung an, Türe auf. Kann ich alles über eben diese serielle Schnittstelle lösen und habe dann eben anstatt 46 Datenleitungen nur 2. Ja, kommen wir doch mal zum USART, wie er denn im ATmega umgesetzt ist. Ja, der USART hat ein komplett eigenes Kapitel. Wenn wir uns jetzt erstmal das Ganze hier anschauen, der USART unterstützt Full Duplex Operation. Das heißt, Receive und Transmit sind getrennt. Die haben ein eigenes Register und ich kann somit Receive und Transmit gleichzeitig ausführen, ohne dass sie sich gegeneinander in die Quere kommen. Dann habe ich Asynchron und Synchron. Bei Asynchron habe ich für Senden eine Leitung und Empfangen eine Leitung. Und die arbeiten quasi unabhängig. Der sagt, sobald quasi eine Dateiübertragung losgeht, weiß er, okay, jetzt läuft das Ganze. Oder eben Synchron, da gibt es dann noch einen Clock. Dann eben Master or Slave Clock Synchronous Operation heißt, ich kann entweder der Master sein und das Clock-Signal vorgeben oder ich habe einen anderen Master, der das Clock-Signal hergibt. Dann Baud Rate Generator, das ist die Geschwindigkeit, mit der ich übertrage. Ist High Resolution, das heißt, ich habe da eine große Möglichkeit zum Einstellen. Dann habe ich die Möglichkeit hier verschiedene Größen an Datenbits zu verwenden. 5, 6, 7, 8 und 9. Dann gibt es die Möglichkeit, Stop-Bits zu senden, die sagen eben einfach, das ist jetzt zu Ende, die Kommunikation. Dann Parity Generator, and Parity Check supported by Hardware. Das ist das mit der Fehlerbehandlung, dazu kommen wir noch gleich. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter, das ist eigentlich im Prinzip jetzt wurscht, das gehen wir jetzt nicht mehr hier durch, das ist einfach, das ist das Wichtigste, was wir haben. Vielleicht noch ganz interessant, Double Speed Asynchron Mode, das heißt einfach nur nochmal, dass ich meine Geschwindigkeit hier erhöhen kann. Ja, wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, haben wir hier drei Bauteile quasi drinnen. Clock Generation, Transmit und Receive. Clock Generation hat was mit der Clock zu tun. Da habe ich hier meinen Hauptoszillator, habe einen Baud Rate Generator, den ich über das Register einstellen kann, der mir dann ein Clock-Signal generiert. Bin ich im synchronen Mode, habe ich hier extern noch diesen Clock-Pin, der dann dementsprechend, wenn ich im Slave-Mode bin, anstatt meiner Clock Generation hier genommen wird. Und wenn ich im Master Mode bin, quasi hier ausgegeben wird. So, das Clock-Signal kommt dann irgendwie hier runter zu den ganzen Transmit und Receive. Ja, wir sehen schon, Transmit und Receive haben jeweils einen eigenen PIN und irgendeine PIN-Control. Und was quasi hier abläuft, ist zum Beispiel Data Recovery, Clock Recovery, um das Ganze eben einzustellen und sich eben auf den Teilnehmer einzustellen. Dann Parity Checker, um meine Fehler zu erkennen.
und letztendlich dann ein Schieberegister, um dieses serielle Signal in ein 8 oder eben je nachdem, wie viel Bits ich haben möchte, breites Wort einzuteilen, um es dann in mein Receive-Register zu speichern, um dann einen Interrupt zu erzeugen, hey, ich habe was bekommen. Das gleiche ist auch ähnlich beim Transmit, nur dass es eben andersrum läuft. Da schreibe ich hier in das Register rein. Die Register heißen übrigens gleich, sind aber zwei unterschiedliche. Wenn ich lese, greife ich immer auf das hier zu und wenn ich schreibe, greife ich immer auf das hier zu. Aber im Prinzip hier das gleiche. Ich schreibe hier was ins Register rein, dann wird das Ganze in ein Shift-Register geladen und eben rausgeschiftet hier mit eben meiner Clock Generation und eben eventuell meinem Parity-Generator, wenn ich eben auf Fehler überprüfen möchte, an meinen TXD-Pin. Hier unten sind, wie wir es kennen, allgemein noch Control Register. Die werden wir uns aber auch gleich eben mal anschauen. Ja, hier ist noch mal ein bisschen was zu Clock Generation drinnen. Das ist sonst jetzt erstmal nicht interessieren. Als nächstes interessant wird hier diese Berechnungen, weil wir müssen ja irgendwie ausrechnen, was wir für eine Baudrate, also für eine Geschwindigkeit haben. Synchrones Master Mode werden wir eigentlich im Prinzip nicht behandeln hier in dem Video. Asynchron Double Speed auch nicht. Was uns eigentlich hauptsächlich interessiert, ist der normale Modus. Das ist der Standardmodus, der eigentlich in den meisten Fällen ausreichend ist. Und zwar berechnet sich die Baudrate aus der Frequenz meines Oszillators geteilt durch 16 mal das, was in meinem Einstellregister steht, plus 1. Oder eben andersrum kann ich das Ganze eben hier auch mit dieser Formel, kann ich ausrechnen, was ich in mein Einstellregister einstellen kann, einstellen muss, um eine gewisse Baudrate zu bekommen. Ja, kommen wir mal zum Frame-Format. Und zwar ist das ganz interessant, weil wir ja das auch eben beeinflussen können. Und zwar geht ein serielles Signal eben dadurch los. Wir sehen hier, die Line ist standardmäßig high. Dann gehen wir einmal low. Das ist ein Startbit. Damit weiß der Teilnehmer, aha, ab jetzt kommt was Relevantes. Dann kommt je nach Einstellungen eben meine Datenbits hier, je entweder high, low, bla 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 bla. Dann ganz am Ende ein Parity-Bit, was eben für die Fehlerbehandlung ist. Das Ganze funktioniert wie folgt. So, ich habe mir hier einfach einmal von Wikipedia die ganze Definition geklaut. Was eigentlich im Prinzip hier berechnet wird, ist, wenn wir jetzt einfach hier mal also eine Transmission anschauen, Alice wants to transmit, also Alice möchte übertragen das Datenwort 1001. Das heißt, Alice rechnet das Ganze zusammen, wie viele Einser es gibt, also 1 plus 0 plus 0 plus 1, also wir schauen, wie viele 1 haben wir drinnen. Und das Ganze rechnen wir eben zum Beispiel hier Modulo 2. Also wir schauen, ob das gerade oder ungerade ist. Und dementsprechend bekommen wir eine 0 oder 1. Und das wird dann noch hinten an das Datenwort drangehängt. So, das bekommt dann der Bob. Der Bob schaut sich das Ganze an, zählt das wieder zusammen, alle Einser, rechnet wieder Modulo 2 und hat somit 0. Schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir jetzt hier 1, 1, 0, 1 hätten, dann hätten wir 3. Dann hätten wir quasi gesamt hier 3, das heißt Modulo 2 würde 1 ergeben, das heißt wir hätten 1, 1, 0, 1, 1. Das würde dann Bob wieder zusammenrechnen, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 4, Modulo 2 ist 0. Das heißt, Bob muss immer 0 bekommen, damit das Ganze eben richtig ist. Das ist Even Parity, dann Ganze gibt es nochmal Odd Parity. Da wird das Ganze einmal invertiert. Das heißt, ich bekomme hier zwar 0 raus, genauso wie hier oben, sende aber dann eine 1, das Bob eben auch wieder bekommt. Und Bob muss immer eine 1 rausbekommen. Das heißt, Bob muss immer was Ungerades bekommen. Deswegen Odd. Bob erwartet eine ungerade Anzahl an Einsen. Und bei Even erwartet Bob eben eine gerade Anzahl an Einsen. Und so kann ich eben feststellen, ob irgendwo ein Bitfehler drinnen ist. Wenn mehrere Bits kaputt gehen, gilt das Ganze wieder nicht. Aber solange nur ein Bit falsch ist, ist das Ganze kein Problem. Ja, danach gibt es nochmal Stopp-Bits. Das heißt, der Bus wird nochmal eine gewisse Anzahl eben high gehalten, um eben sicherzustellen, okay, jetzt ist die Dateiübertragung oder die Übertragung eben zu Ende.
Ja, jetzt könnte man sich fragen, wofür brauche ich das Startbit? Stopbit ist ja okay, dann weiß ich jetzt, es ist zu Ende. Überlegen wir mal, wenn wir kein Startbit hätten. Wir würden direkt die 0 senden und die 0 wäre High. Wir sehen, wir sind im Idle in High. Jetzt kommt die, jetzt Stopbit überbrücken wir. Jetzt haben wir komplett 0 High, 1 High und dann 2 Low. Jetzt geht er bei 2 Low. Jetzt kann er aber nicht vorher feststellen, ob der Datenframe schon angefangen hat oder ob die vorherigen Highs einfach nur noch aus dem Idle gekommen sind. Und deswegen brauche ich einfach einmal ein Stopbit, was eben unterschiedlich zum Idle-Status ist, also in dem Fall eben Low, damit ich weiß, aha, jetzt geht's los. Die nächsten Bits, die kommen eben asynchron nach Bordrad, sind meine Datenbits. Dann kommt eben eventuell ein Parity-Bit und dann eine gewisse Anzahl an Stopbits und dann geht mein Bus wieder in Idle oder ich bekomme ein weiteres Startbit, wenn ich direkt noch was nachsende. Ja, wie initialisiere ich den USART? Wichtig ist, ich muss die Baudrate einstellen, ich muss den Receiver und den Transmitter einschalten und dann eben mein Format einstellen. Zu den Registern kommen wir aber gleich. Wir sehen hier, es gibt hier eben zwei Register, einmal das RX-Byte-Register und das TX-Byte-Register, die jeweils über das Register oder über die Anweisung im Programmcode UDR gelesen bzw. geschrieben werden können. Und dementsprechend, ob ich lese oder schreibe, wie ich vorhin schon gesagt habe, greife dann auf das dementsprechende Register zu. Dann natürlich wichtig das Control- und Statusregister. Da habe ich einmal eben Bit Receive Complete und Transmit Complete, um eben zu schauen, bin ich bereit, um das nächste Bit hier einmal zu senden oder eben auslesen. Zum Beispiel hier, this flag is set when there are unread data in the Receive Buffer. Das heißt, sobald mein Buffer voll ist, sehe ich hier eine 1, dann greife ich hier per Read hier oben auf den Buffer zu und somit wird das dann wieder 0. Das heißt, hier kann ich schauen, wenn der hier auf 1 ist, weiß ich, jetzt sollte ich lesen. Andersrum, wenn der hier auf 1 ist, heißt es, ich kann in mein Datenregister hier oben was reinschreiben. Dann wird der hier 0 und ich muss warten, bis der wieder 1 ist, damit ich wieder was reinschreiben kann. Ja, dann gibt es das TX Transmit Complete Register, das sagt, wenn eben ein Bit rausgeschiftet worden ist und im Moment kein Datum im Buffer drinnen ist. Die beiden Bits hier haben was damit zu tun, ob eben ein Receive Complete ist und ein Transmit Complete ist und werden genutzt, um Interrupts dementsprechend zu erzeugen. Da wir das Ganze mit Interrupts machen werden, brauchen wir auf die eigentlich gar nicht schauen. Das Einzige, was relevant ist, ist eigentlich das hier, Receive Complete, heißt einfach nur, wenn dann 1 drinnen steht, wenn ich jetzt nicht mit Interrupts arbeite, dann heißt, ich kann lesen. Andersrum, wenn hier dieses Bit 5, Data Register Empty ist, kann ich eben das hier nutzen, um eben zu wissen, jetzt kann ich wieder Daten reinschreiben in den Transmit Buffer. Dann noch interessant ist Frame Error. Dieses Bit wird eben gesetzt, wenn es einen Frame Error gibt. Dann noch interessant, Data Overrun heißt, unser Receive Buffer ist voll. Das heißt, wir haben nicht schnell genug die Daten ausgelesen und verarbeitet. Dann haben wir einfach einen Fehler. Was man dann eben machen könnte, wäre, wenn ich diesen Fehler hier feststelle, dann breche ich meine aktuellen Aktionen ab, die ich im Moment mache, also meine aktuellen Berechnungen, lösche meine ganzen Register und sende dann an den anderen Teilnehmer eben auch einen Fehlercode, dass der weiß, okay, ich versuche es nochmal. Dann Parity Error eben, wenn man eben einen Parity Error drin hat, das heißt, ein Fehler bei der Übertragung passiert ist. Und dann eben ein Register. Wenn dieses hier gesetzt wird, wird der Speed verdoppelt. Dann gibt es hier einen Multiprozessor Communication Mode und das ist jetzt tatsächlich eine Feature, die vom UART recht interessant ist. Und zwar kann ich tatsächlich hier in dem Fall sagen, dass ich mehrere Mikrocontroller an der Sendline von irgendeinem anderen Gerät dran hängen habe. Das heißt, ich habe einen Controller, der sendet und fünf, die empfangen. Und was er da eben macht, ist, er überprüft, ob eine Adresse übereinstimmt. Da gibt es aber dann nachher unten eben hier nochmal mehr Informationen, wen das interessiert. Ja, dann haben wir hier die Möglichkeit, Interrupts zu erzeugen. Einmal, wenn der Transmit complete ist und wenn Receive complete ist.
Dementsprechend haben wir aber auch noch einen Interrupt für Data Register Empty Interrupt Enable. Das heißt, wenn das Data Register leer ist, hatten wir oben schon, dann gibt es eben auch noch einen Interrupt. Dann hier die beiden wichtigsten, Receive Enable und Transmit Enable, um überhaupt mal den UART einzuschalten, zum Senden oder eben zum Empfangen. Ja, dann gibt es jetzt hier noch ein paar Bits hier, die auch noch mit anderen Registern kombiniert werden. Und ja, dann gibt es hier eben noch einmal ein Bit, was wir nachher gleich nochmal sehen werden. Das wird noch genutzt, um die Bitweite des Wortes einzustellen, was übertragen wird. Und wir haben ja vorhin eben gesehen, dass es möglich ist, mehr wie 8 Bits zu übertragen. Und dementsprechend liegen hier in diesen beiden Bits noch jeweils das letzte Bit, was eben nicht in das Datenregister passt. Jetzt kommen wir zum letzten Kontrollregister, zum Kontrollregister C. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, den Modus von unserem USART einzustellen, entweder asynchron oder eben synchron. Und was wir auch noch haben, wir können den USART hier auch noch als SPI betreiben. SPI werden wir auch noch dazu kommen. Das werden wir auch noch behandeln hier in der Videoreihe. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, wie man den USART eben dafür verwendet. Dann kann ich den Parity Mode einstellen, entweder auf Even oder eben Odd, haben wir ja vorhin gesehen. Und ich habe hier noch die Möglichkeit, die Stop-Bits einzustellen, entweder ein oder zwei Stop-Bit. Dann habe ich die Möglichkeit, die Character Size einzustellen. Ich habe hier 5, 6, 7, 8 und 9 Bit. Dann habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich eben im synchronen Modus arbeite, einzustellen, wann ich die Daten eben samplen soll, am Falling oder Rising Edge von der Clock. Dann haben wir hier das Register, was zur Einstellen der Baud Rate gedacht ist. Und zwar gibt es hier eine schöne Tabelle. Da kann ich schauen, was mein Hauptoszillator für eine Frequenz hat. Wir haben in dem Fall 16 MHz. Müssen wir ein bisschen scrollen. 16 MHz. Und dann dementsprechend habe ich hier, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Baud Rate von 9600 nehme, muss ich hier das Register 103 reinschreiben und habe einen Fehler von 0,2%, dass er eben um 0,2% eben nicht diese Baud Rate einhält, sondern eben schneller ist. Ja, aber vorher noch gesehen, dieses eine Bit, dass man die Geschwindigkeit verdoppelt. Da muss ich dann dementsprechend natürlich auch hier die Zahl, die hier in den Register steht, verdoppeln. Weil ich dementsprechend eben ja auch schneller von der Standardfrequenz bin und somit insgesamt vom Prescaling her langsamer sein muss. Letztendlich erlaubt uns das hier bis hoch zu einer Baudrate von 1 M zu gehen, also 1 Mega. Hier 9600 wäre zum Beispiel 9,6 Kilo und 1 Mega wäre eben 1 Mega. Was dementsprechend beim normalen Modus 1 Megabit pro Sekunde entspricht, weil das sind eben hier die Bits pro Sekunde, die Baudrate. Oder eben in den doppelten Modus uns diese volle, hohe Geschwindigkeit liefert. Aber wichtig ist, die Geschwindigkeit, wir müssen das Ganze ja auch verarbeiten. Das heißt, wir müssen das Ganze irgendwie nicht nur über die Kommunikationsschnittstelle empfangen können, sondern wir müssen das auch speichern können und auch dementsprechend verwenden. Gut, wenn wir jetzt zum Beispiel nur einen Antrieb haben und wir bekommen die ganze Zeit nur neue Werte für unseren PWM-Wert rein, also jedes, wenn ich jetzt zum Beispiel vier Parameter habe, die ich nutze, um den Motor zu betreiben, dann habe ich einfach in meinem Receive Complete Interrupt einfach nur drinnen stehen, ich erhöhe eine Variable i gleich i plus 1 modulo 4, dann weiß ich, an welche Adresse ich das schreiben muss und an die Adresse schreibe ich dann eben das, was ich empfangen habe und kann somit dann irgendwelche Sachen dann regeln. Nur die Frage ist eben, ob der Mikrocontroller mit 16 MHz überhaupt sinnvoll verwendet werden kann mit so einer hohen Baudrate. Ich meine, 9600, da werden wir auch schon sehen, das ist auch schon schnell genug. Ja, ich bin hier einmal in Atmel Studio und ich habe hier ein kleines Projekt geschrieben. Zum einen habe ich hier meine Puffergröße definiert, wie viele Bytes ich maximal senden bzw. empfangen möchte. Das wären hier in dem Fall 32 Byte, was insgesamt 64 Byte dann Speicher macht, also Receive und Transmit. Was mache ich hier? Ich habe hier nochmal in meinem Programm einen eigenen Puffer von nochmal 32 und ich speichere mir die Länge, wie viel ich eingelesen habe.
Was ich dann mache, ist, ich lese ein auf meinen Puffer das, was im Moment zur Verfügung steht, und speichere mir ab, wie viel das war. Ist das über 0, schreibe ich das, was ich gerade empfangen habe, auf den USART wieder raus. Eigentlich müsste das Read Bytes heißen, da bin ich ein bisschen inkonsequent mit der Benennung gewesen. Und schreibe das Ganze wieder raus und schreibe dann einen Delay rein. Warum schreibe ich einen Delay rein? Weil wir sind ja in einer seriellen Übertragung. Das heißt, wir übertragen die Bits einzeln. So, wenn ich jetzt den Delay hier rausmache, würde er alle Zeichen einzeln einlesen, weil wir im Programm hier schneller sind, wie der USART an sich ist. Das heißt, der USART ist ja im Prinzip, wir haben ja den runter, der ist runterskaliert, der ist langsam. Wir sind von der Kernfrequenz deutlich höher, im Moment noch, weil wir nichts machen mit den Daten, wie der USART. Das heißt, wenn ich das Delay hier rausmachen würde, würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Hallo Welt sende, dann würde ich quasi im Prinzip. Würde ich quasi hier senden, also hier rausgehend, Hallo Welt, und dann eben Enter, und dann würde ich zurückkriegen. Eben alles einzeln, weil wir schneller sind im Empfangen und wieder raussenden, wie wir reinbekommen. Praktisch würde es wahrscheinlich nicht so aussehen, sondern nur theoretisch, weil wir ja zum Raussenden auch wieder Zeit brauchen. Und in meinem Programm habe ich es eben so gemacht, dass eben geschaut wird, wie läuft das Ganze eben ab. Und deswegen haben wir hier den Delay drinnen, sonst zerstückelt er mir das Ganze. Mit dem Delay kann ich quasi sicher gehen, dass mein komplettes Datenwort eingelesen worden ist, was ich gesendet habe, und dann eben genauso zurückgesendet wird, wie ich das Ganze möchte. So, diese Funktion hier gibt es natürlich nicht. Ich habe mir wieder mein eigenes Library geschrieben. Erste Mal, ich brauche natürlich die CPU-Frequenz. Dann muss ich eine Baudrate definieren. Wenn die nicht definiert ist, definiere ich 9600. Dann definiere ich hier meine Puffergrößen. Standardmäßig habe ich hier 16 gewählt. Es sei denn, ich definiere diese manuell oder einmal hier über eine globale Größe, die dann auf die anderen beiden eben umgewälzt wird. Dann kalkuliere ich den Wert für das Register, eben FCPU durch 16 durch Baud minus 1. Das ist die Rechnung, die wir im Datenblatt haben. Dann habe ich hier meine beiden Puffer. Dann habe ich hier meine Volatile Vars, einmal meinen Read Head und einen Counter sowie einen Log für Transmit, um zu schauen, ob ich im Moment übertrage. Habe hier dann ein paar Funktionen, da werden wir jetzt mal einfach durchgehen. Hier Interrupt, wenn ich receive, sage ich Serial Receive by, Read Bytes, und wenn ich senden will, sage ich Serial Send Bytes. Im Init mache ich nichts anderes wie meine bei Pointer initialisieren auf meine Register. Dann setze ich meine Baudrate, stelle meinen Receiver an und meinen Sender an und aktiviere die Interrupts. Gehe auf den Async Mode with no parity, 2 Stop-Bits und 8 Datenbits. Dann habe ich Serial TX Wait, da warte ich einfach nur, bis mein Log weg ist. Dann Serial Write Bytes. Hier warte ich eben, bis meine Write-Operationen abgeschlossen sind. Wer ist eigentlich recht entsprechend mit dem, nur dass das quasi von mir gecodet ist und das auf das Hardware-Register drauf zugreift. Das ist eigentlich die schönere Sache. Das wäre eigentlich im Prinzip hier unnötig, weil wir ja den Interrupt erst bekommen, wenn wir fertig geschrieben haben. Aber ich mache das Ganze hier trotzdem nochmal. Das Library soll auch übrigens nur jetzt mal beispielhaft implementiert sein. Wenn ich das Ganze in echtem Projekt mache, würde ich das anders schreiben. Da würde ich es aufs Projekt anpassen. Das ist zum Beispiel, was auch wirklich schön ist, man kann auf GitHub sich schauen, wie es beim Arduino gelöst worden ist, und kann sich auch daran Beispiel nehmen. Aber ich habe es jetzt in dem Fall so gemacht. Es soll aber jetzt kein 1 zu 1 Good Practice Example sein. Ja, was ich dann eben mache beim Senden, ist, ich überprüfe, ob ich überhaupt noch was senden soll. Wenn ich nichts senden soll, entferne ich meinen Log, den ich im Moment habe. Soll ich im Moment noch was senden? Schreibe ich in mein Datenregister das, was im Moment an meinem Readhead steht, dekrementiere meinen Counter und schiebe meinen Writehead quasi weiter. Das gleiche beim Lesen. Ich warte, bis ich ein Byte habe, was ich lesen kann, was ich definitiv habe, weil ich das Ganze über ein Interrupt eben aufrufe. Dann überprüfe ich, ob mein Counter nicht der Countergröße entspricht, weil wenn der Countergröße entspricht, dann ist mein Puffer voll. So, was ich dann mache,
ist, ich lese an die Stelle von meinen Write-Head meinen Usart-Value aus, schiebe mein Write-Head weiter, schiebe mein Counter weiter. So, was habe ich dann noch geschrieben? Ich habe hier mir eine Serial-Write-Bytes-Function geschrieben. Da setze ich meinen Counter auf 1, weil ich nur 1 senden möchte. Ich schiebe meinen Head auf den Anfang von meinem Puffer und setze auf den Anfang von dem Puffer mein Datenwort und setze meine Log, weil jetzt ist quasi der Serial abgeschlossen. Jetzt arbeitet der. Am Anfang überprüfe ich natürlich erst noch und warte, bis mein Log weg ist. Dann sende ich natürlich die Bytes, damit ich einmal muss ich ihn ja quasi anstoßen. Hey, fang an, sende die Bytes. Und dann beim nächsten Mal, wenn er fertig ist, geht er hier in den Interrupt rein und sagt, hey, ich bin fertig mit dem Senden. Dann geht er hier in die Write-Function hin, sagt, alles klar, ich habe nichts mehr zu tun. Und dann komme ich nicht mehr in den Interrupt-Loop rein, weil ich keine abgeschlossene Übertragung mehr habe. Deswegen muss ich sie einmal manuell hier immer am Anfang starten. Ja, dann habe ich noch eine Funktion Serial-Write-Bytes. Was ich da eigentlich mache, ich kopiere meinen Puffer mit der folgenden Länge, wo ich hier einen Pointer habe. Hier habe ich einen Pointer zum Anfang vom Datenbuffer und eine Länge. Ich warte natürlich erstmal, bis alles abgeschlossen ist. Dann definiere ich mir ein I und kopiere in meinen Serial-Buffer meine Daten. Maximal die Länge Leng und maximal die Länge Buffer, sei es TX, also Transmit. Das, was am ersten erreicht wird, da wird aufgehört. Dann wird mein Head natürlich auch wieder auf den Anfang von dem Buffer gesetzt. Mein Counter wird auf die Anzahl an Bytes, die ich senden möchte, gesetzt. Da habe ich jetzt hier in dem Fall I genommen. Da kann man eigentlich auch hier Len nehmen, weil ich die Länge habe. Nee, weil die Länge kann auch größer sein. Es muss schon I sein. Dann setze ich meinen Log und sende die Bytes. Ja, beim Readen ist das Ganze ähnlich, nur dass ich die Länge des Puffers von meinem RX-Counter bekomme, also so wie viele Bytes ich im Moment in meinen Read-Buffer drinnen habe. Dann kopiere ich auf meinen Puffer hier die Werte von meinen anderen Buffer, setze meinen Head wieder auf den Anfang zurück und setze meinen Counter auch wieder zurück und gebe die Länge, die ich gelesen habe, aus. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel gewesen. Wenn es ihr nicht verstanden habt, einfach nochmal anschauen. Aber im Prinzip, das Ganze zusammenfassend, ich rufe Serial Write auf mit einem Puffer, der hier die maximale Größe hat, die ich eben hardwaremäßig speichern kann und bekomme zurück, wie viel er gelesen hat. Mit der Anzahl, die ich gelesen habe, kann ich dann dementsprechend weiterverarbeiten, dann eben sagen, okay, jetzt gehe ich durch, schaue, welches Kommando ist drin, bla 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 bla. Oder eben, um meinem Serial Write zu sagen, hey, hier ist mein Puffer und du schreibst genau so viele Zeichen auf den USART drauf, so viele Zeichen, wie du vorhin empfangen hast. Dann Delay habe ich vorhin schon erklärt. Ja, das Ganze wird jetzt einmal kompiliert und einmal hochgeladen auf den Mikrocontroller. Witzig ist, ich muss heute nicht mal meine Kamera auspacken, weil ich kann euch am Mikrocontroller selber eh nichts zeigen, weil da sieht man nichts. Weil jetzt brauchen wir die Möglichkeit, mit dem Mikrocontroller zu kommunizieren. So, aber um das jetzt zu verstehen, müssen wir uns die Schematics vom Arduino anschauen. Um das jetzt zu verstehen, müssen wir uns erst nochmal ein bisschen was über Pins unterhalten. Und zwar, wenn wir jetzt auf die Pin-Configuration schauen, sehen wir, dass der UART bzw. der USART tatsächlich nur mit 2 Pins funktioniert. Oder besser gesagt 3 Pins. So, und zwar ist das hier einmal der PD0, der RXD, also Receive Data, der PD1, der TXD, also Transmit Data, und der PD4 XCX für die Clock. So, und jetzt könnten wir überlegen, eigentlich müssten wir das ja irgendwie auf dem Arduino Quadrat bzw. auf dem ATmega. Das müssen wir auch, aber der Arduino nimmt das für uns ab. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal reinschauen in die Schematics, wo haben wir unseren MCU? Hier haben wir TXD und RXD, also unsere Send und Receive. Da sehen wir, das Ganze läuft hier über einen Widerstand von 1 Kiloohm auf diesen anderen Controller. Dieser andere Controller, den kennen wir, der ist nämlich hier über USB mit unserem PC verbunden und programmiert den Arduino. So, wenn wir jetzt hier schauen, der hat dementsprechend hier auch TXD und RXD. Jetzt stellen wir aber im Moment mal fest, Moment mal, die haben ja hier einen Fehler gemacht. Und zwar haben die ja hier Transceive mit Receive verbunden. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, hier an den senden wir unsere Daten, TX, laufen hier entlang auf der oberen Leiterlinie
und gehen hier unten in den Receive. Denn von der einen Seite senden wir Transmit und auf der anderen Seite receiven wir. Das heißt, wir müssen das immer drehen. Ja, und was dieses Programm jetzt hier macht, das ist quasi das, was ich mal erwähnt habe in der Präsentation, dass es diese USB-Seriellwandler gibt. Das ist kein USB-Seriellwandler, das ist ein Mikrocontroller, der eben auch eine Programmierung hier von dem Mikrocontroller macht. Aber der hat intern, ist ein Programm natürlich drauf, und was der macht, ist softwaremäßigen USB-Seriellwandler zur Verfügung zu stellen. Und deswegen können wir auch über den, über einen Virtual COM Port eben auf den zugreifen. Und da gibt es eben so schöne Programme wie eben Termite zum Beispiel, nutze ich sehr gerne, weil hier sehen wir, ist offen. Ich kann in den Einstellungen hier einstellen, immer im Vordergrund. Das Programm ist kostenlos, ich muss nichts zahlen. So, das heißt, ich bin jetzt hier, mache irgendwas, stell fest, oh, ich habe ein Problem. Ich kann dann hier rüber in Admin Studio manuell meinen Code hier nachziehen, ohne dass dieses Programm weggeht. Das bleibt immer offen im Vordergrund. Ich kann Excel öffnen, kann irgendwelche Daten, die ich hier in meinem Programm anzeige, in die Arbeitsmappe eintragen und habe das ganze Programm offen und muss nicht nervig das irgendwie Windows-mäßig irgendwie da halb offen machen, auf einem anderen Bildschirm ziehen oder ähnliches. Ja, was erwarten wir jetzt? Ich schreibe jetzt mal an den Mikrocontroller Hallo Welt. Was wir jetzt erwarten, wenn ich jetzt Enter drücke, ist, dass der Mikrocontroller uns das zurücksendet. Ach übrigens, natürlich, ich muss hier natürlich einstellen, welchen COM-Port, Baudrate, ich muss meine Datenbits einstellen, ich muss meine Stopp-Bits einstellen, ich muss meine Parität einstellen und ich kann hier noch so ein paar andere Sachen einstellen. Zum Beispiel kann ich hier sagen, Line Feed anhängen, Carriage Return anfügen. Ich sage jetzt hier in dem Fall nichts anfügen. Und was ich eben noch gemacht habe, ist diese Hex View hier einschalten. Da sage ich, okay, möchte ich. Das Gute daran ist, dass später eben, jetzt probieren wir erstmal das aus, wir sehen, Hallo Welt, schreiben wir rein. Das ist das Blaue, was wir geschrieben haben. Und Hallo Welt, das Grüne, was vom Mikrocontroller zurückgekommen ist. Also es funktioniert. So, was er mir jetzt hier noch anzeigt, sind die Hex-Values. Denn, wenn man jetzt überlegt, wenn ich jetzt ein Steuerwort habe, zum Beispiel sage ich jetzt AA, oder wie vorhin, ich sage jetzt mal 01 heißt Eingang setzen. Das heißt, ich sage 01, Eingang setzen. Den Eingang mit der Nummer 5 möchte ich setzen. Dann sende ich 0105 an meinen Mikrocontroller. So, jetzt sehen wir aber, dass hier für 1, 2, 3, 4, jetzt bin ich dumm, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, jetzt sehen wir, dass hier 5 Bytes übertragen worden sind, um den Wert 1 und den Wert 5 zu übertragen. Aber eigentlich ist ja 1 und 5 beides in uint8t, also in einen unsigned int mit der Bitbreite 8 lösbar. Das heißt, eigentlich müssen wir ja nur 2 Bytes senden. Und das ist eben das Schöne. Deswegen kann ich jetzt hier sagen, in dem Programm 0x01, das ist hexadezimal. Und dementsprechend kodiert er das. Wenn ich jetzt hier sage 0x01, 0x05 und das Ganze sende, sehen wir, hier wurde übertragen 0105. Also eben das gleiche wie hier, nur eben nicht menschenlesbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel übertragen wollen würde 18, 19, sehen wir, 18, 19 kennen wir so, aber 18 ist eben nicht 18, sondern, wenn wir das jetzt einmal anschauen würden im Rechner, ich jetzt hier mal sage, okay, jetzt können wir hier gleich die Funktion des Programmes hier nutzen, Programmierer, möchte ich jetzt Dezimal 18 übertragen, ist das Hexadezimal 12. Also 18, 19 wäre dann Hexadezimal 0x12 und 0x13. Und das ist eben in dem Fall hier nicht mehr menschenlesbar. Das hier verstehe ich. Ich habe übertragen 18, 19. Hier bei 12, 13 muss ich eben Hexadezimal können und eben auch interpretieren können. Und deswegen ist in dem Fall der Hex-Mode so wichtig, weil ich möchte ja eigentlich mein Datumswort, was ich übertrage, möglichst gering halten, um eben Bandbreite zu sparen zum einen, um Umwandlungszeit zu sparen, denn das versteht mein Mikrocontroller. 12, 13 versteht er. Ich kann ihn hier sagen, hier theoretisch noch drinnen, Serial Write Bytes. So, da brauchen wir jetzt aber wieder einen Pointer. Das heißt, ich schreibe hier mal ganz kurz char oder nochmal uint 8, uint 8t x2 gleich. Was haben wir gesagt? Nehmen wir 13, nee, 18, 19, 18, 18,19, so. Und sag ihn, du überträgst jetzt x
Und zwar 2 Bytes. Das versteht mein Mikrocontroller eben super, weil jetzt kann ich jetzt nochmal sagen, jetzt ist wichtig, wenn ich jetzt übersetzen möchte, übersetzen wird er mir noch machen, aber wenn ich jetzt hochladen, nein, ich bin so ein Idiot, wenn ich jetzt hochladen wollen würde, gäbe es einen Fehler. Und deswegen muss ich jetzt eben hier erst nochmal hier oben draufklicken, dass er hier sagt getrennt. Wenn das Ganze eben noch verbunden ist, dann ist der virtuelle COM-Port blockiert und ich kann den Arduino-Bootloader nicht verwenden. Leichtsinnsfehler natürlich, das muss natürlich mit in die If rein und dementsprechend muss die If jetzt auch verklammert werden. So. So, und dazwischen hatte ich jetzt noch gerade das Problem, da muss noch ein Delay rein, weil sonst habe ich da ein Pufferproblem, dass ich meinen Puffer schon wieder überschreibe, während der noch arbeitet. Und das ist eben, deswegen sage ich ja, was ich jetzt geschrieben habe hier, ist es nicht ideal, weil eben mein Kern schneller ist wie der USART. Aber im Prinzip, wenn ich jetzt hier eben zum Beispiel eben Hallo Welt schreibe, bekomme ich jetzt zurück Hallo Welt und 2 Punkte und hier zwar eben dieses 12,13, was eben 18,19 entspricht in Hexadezimal. Und das ist eben direkt maschinenlesbar. Wenn ich jetzt 18,19 übersetzen müsste, müsste ich es aufsplitten in 2 Zeichen und das würde eben Rechenleistung klauen. Von daher, wenn das nicht wirklich an irgendwas ausgegeben werden muss, dass es menschenlesbar ist, dann mache ich das auch nicht menschenlesbar, weil dann kann ich das zum Beispiel am PC, wenn ich da eh, am PC habe ich unbegrenzte Rechenressourcen heutzutage. Und da ein bisschen was umrechnen, das geht in Java, in Python, in den ganzen hässlichen Sprachen, die ewig rechnen, geht das trotzdem noch sekundenschnell. Und da kann ich einfach hier 12, 13 in eben hier 18, 19 wieder umübersetzen. Und deswegen schreibe ich mir lieber ein Programm am PC, was es mir schön bereitet, wie dass ich das nutze, um zwischen Mikrocontrollern zu kommen, reden. Denn da muss ich beim einen Mikrocontroller muss ich es den Menschen lesbar übersetzbar machen, dann sende ich es den anderen Mikrocontroller und der muss es wieder zurückrechnen. Das ist verschenkte Rechenleistung, ehrlich gesagt. Ja. Ja, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein für den USART heute. Das war etwas mehr, ja. Aber es war auch eben eine wichtige Sache. Und dieses EEPROM Library und das Serial Library werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen weiter verwenden, weil das einfach noch tatsächlich relevant ist und eben auch in den zukünftigen Videos, die dann zwar nicht mehr regelmäßig kommen, aber ab und zu noch kommen hier mit den ATmega 328p, eben auch wichtig sein wird. Und nächstes Mal werden wir mit dem nächsten Protokoll fortfahren und zwar mit dem I²C-Protokoll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.